Station 4 – Schusterus Park. Was heute als öffentlicher Park die Spaziergänger anlockt, war einst der Garten der Villa Oppenheim. 1911 hatte die Stadtverwaltung Charlottenburg die Villa samt Grundstück erwerben können. Der bekannte Gartenarchitekt Erwin Barth wurde engagiert, um den Garten in die dringend benötigte grüne Oase für die Bevölkerung umzuwandeln. Er entwarf auch hier das für seine Arbeiten typische geometrisch übersichtliche System. Als Stadtgartenarchitekt für Charlottenburg und später für ganz Berlin hinterließ er gärtnerische Highlights wie den Lietzenseepark, den Brixplatz und auch die Volksparks Jungfernheide und Rehberge. Vom Zweiten Weltkrieg mächtig zerzaust und auch danach ziemlich abgenutzt, wurde der Park im Zuge der 750-Jahr-Feierlichkeiten von Berlin sorgfältig restauriert. Quizfrage: Welchen Park entwarf der Gartenarchitekt Erwin Barth noch in Berlin? A. Volkspark Jungfernheide. B. Die Schorfheide. C. Heidepark Soltau. Oder D. Volkspark Alt-Nahheide.